Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir weiter die Fabrik, das Versteck des Mechanisten. Mir fällt gerade ein, mein Akku ist aber einer leer. Hätte ich vielleicht vor der Aufnahme dran denken sollen. Wir sind hier noch eingedrungen, haben ein bisschen Roboter erledigt. Auf sehr unspektakuläre Weise. Indem ich einfach einen Fatman eingesetzt habe. Und ja, ich bereue das noch nicht mal, weil ich weiß ja nicht, ich habe mir noch keine anderen Fallout Let's Plays angeguckt, aber ich glaube nicht, dass jeder auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt, und das bedeutet ja, die Gegner werden leichter sein. Und wenn jetzt jemand auf meinen Stand jetzt hier spielen würde, nur auf einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad, dann wären die Gegner sowieso alle mit ein paar Schlägen weg. Also ja, ob ich jetzt auf einen niedrigen Schwierigkeitsgrad spiele, als Wecker oder meinen begrenzten Fatman einsetze, das ist irgendwie nicht so ein großer Unterschied, finde ich. Aber naja. So, hier ist eine Sackgasse gewesen, ne? So, was ist das hier? Okay. Ja, machen wir halt mal zu. Kannst mal so darüber gehen, aber was soll's. Ja. Genau so. So. Vor allem das, ich kann immer noch hier irgendwie drauf gehen, indem irgendwie mir ein Roboter begegnet. In einen engen Raum wie diesen hier. Und da kann ich den Fatman nicht einsetzen. Und ja, Gesundheit. Hier drüben. Warte mal, kommt der überhaupt? Ja, okay, er hat sich einfach teleportiert. Ja, alles mögliche an Mist mit hier. Aber das Problem ist, wenn jemand auf engen Raum zu mir kommt, dann renne ich einfach weg zu einem offenen Raum und dann durch den Fatman einsetzen. Also jedes Problem gibt es hier eine Lösung. Vielleicht werden wir schon heute mit den DLC fertig. Wie viel hat das gedauert? 10 Parts. Aber ist ja nicht nur der DLC. Die Länge des DLC, was jetzt hier entscheidend ist, ist auch der ganze Inhalt, der dazu gekommen ist, finde ich jetzt. Also die Roboter, die Waffen, die neuen Gegner. Vielleicht schon wieder vor. Ich habe jetzt schon zweimal meinen ganzen Müll bei dem abgeladen und ich bin immer noch gleich voll, ne? Vielleicht schon wieder voll, habe ich das Gefühl. Öffne das. Öffne dies. Boah, ich kriege irgendwie voll das Star Wars Feeling. Ist irgendwie mehr Schleich-Action anstatt, weiß ich nicht, in jeder Ecke Gegner. Aber wenn ihr Gegner sind, dann sind ja viele und starke. Weiß nicht, ob das gut ist für mich. Das wär's. Meine Gesundheit. Ich hab schon wieder 231. Schon wieder gleich voll. Eiskalte Nuka-Cola. Deswegen tust du Roboter hier hinschicken, die denken, Roboter Menschen zu töten hilft ihnen, anstatt ihnen zu schaden. Boah. Was? Hm.
Wir Entwickler haben viel zu viel Spaß mit den mit diesen Affen und mit den Teddybären und all sowas. Wir haben schon Teddybären mit Zeitungen und Hüten auf Toiletten gesehen. Jetzt sowas. So. Oh mein Gott. Oh, jetzt kommt wieder so ein starker, ne? Wuff. Oh, sehr gut. Unlimited Power. Aber der hält schon gegen einen Gegner hält er schon aus. Wenn ich würde gerne weniger Stimpaks verbannen. Das ist eine Nahkampfwaffe, ne? Bams. Ganzes Wagen. Was da? Wow. Ah, wir haben wieder ein paar sexy Legs bekommen. So werde ich die Aggressoren Beine nennen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich sollte mit dem Ding herumlaufen. Die kritischen Treffer von diesem Teil, weiß ich nicht. Oh, grüne Farbe. Ja, wohl richtig übertrieben stark. So, wäre vielleicht gut, hier ein bisschen Müll loszuwerden, also. Er kann auch nicht mehr entfernt werden, ne? Aber wehe. Ich muss den irgendwie opfern oder so. Er würde irgendwie, weiß nicht. Ja, kann ich bauen? Ich kann ja nicht zoomen, was? Mhm. Den Rücken sieht man sowieso nicht, also. Wie sieht denn das aus? Zeig mal. Okay. Ja, den Rücken sieht man sowieso nicht immer. Passt schon so. Ein bisschen mehr Verteidigung. Dann muss ich meinen Müll loswerden. Also wenn ich schon dabei bin. Noch irgendwie Dingens hier. Okay, der tut irgendwie mehr. Aber nein, das ist schon gut. Kann ich jetzt diese Dinger hier bauen? Ah, lass mal. Mach ich mal in Ruhe irgendwann. Aber ich kriege immer noch Strahlung. Was ist denn Packs? Ja, vorher hat Déjà-vu jetzt gerade. Warte mal, ich bin doch schon mal an so einem Tisch hier vorbeigelaufen, ne? Und da lagen, glaube ich, Simpacks drauf. Ich glaube, die habe ich nicht aufgenommen. Ich glaube, das war so, ne? Da wird mich voll ärgern. Muss ich meine Aufnahme sehen. So. Why so much red? Warum wurde das überhaupt nicht auf Deutsch irgendwie übersetzt? Ich meine, wenn man jetzt nicht Englisch beherrschen würde. Hallo? What? Bless you, my child. Wow.
Los, ich schlage und du feuerst. Los, schlägst auch. Keine Ahnung. Bless you, my child. Oder ist ein... Ist da Handy? Oh, das sieht auch geil aus. Mit so Protektron oder normale Beine. Auch gut. Ich werde damit ein bisschen offscreen herum experimentieren. Ich habe spät mit dem DLC auch fertig, damit ich das machen kann. Oder nicht mit dem DLC, aber hier aus diesem Gebiet. Ehrlich, ja, nur. Und ich bin nicht mit diesem Gebiet heute noch fertig. Hier drüben. Ich erledige das. Hey. Ja. Freut mich, Ihnen helfen zu können. So, du kannst eigentlich auch nicht mehr viel tragen, ne? Steht ja beim Roboterbaum, wie viel die tragen können, aber auch mit irgendwas mit 240 oder so. Da hier ist eine Power Armor gestellt, verdammt. Gib mir die passende Power Armor dafür. Ob der Rest des DLCs wird irgendwie nur hier reingeballert, ne? Solange wie das Teil ist. Hat keine fünf Türen dieses Mal, einfach nur so Knopf drücken und dann blöd. Das sieht so wie ein Boss. Weil nach Bosskampf sieht das hier aus. Vor allem das Vorschaubild von der Mission, das deutet schon irgendwie so an. Hier, bumm. Da kommt jetzt gleich mit irgendeinem Roboter um die Ecke, ne? Na, ich habe meinen Dingens hier, meinen. Oh, was? Was er das? Nein. Oh ja. Was ist das? Oh. Was ist das? Mach unendlich viel Schaden. Nein, das war nicht gut. Aber den werde ich auch schaffen. Au. Meines. Stimpacks. Oh. Ehrlich? Friss er das. Aber der bringt mich um. Der bringt mich um. Nein, mach das dazu. Mich stört davon, dass die so schnell sind. Ja, ganz ehrlich, müssten doch nicht unbedingt so schnell sein. So die, glaube ich. Was? Warum ist meine Waffe auf einmal lila? Was? Ich kann die aufladen? Boah, sag mir das doch einer. Obwohl, stand, glaube ich, in der Beschreibung. Verdammt. Ah. So, wieder zurück. So, hier sind alle weg.
Da haben wir irgendwie nach voll vielen aus hier. So, jetzt weiß ich, dass ich das Teil aufladen kann. Jetzt bin ich wieder. Ernsthaft? Alter! Nein! Wieder drüber gesprungen. Was sagst du dazu? Habe ich irgendwie Wasser oder so dabei? Alles klar. Was ist jetzt hier langsam? Ich schon wieder meinen großen Jungen rausholen. Wo kann ich das Teil aufladen? Ups, lila, ne? Okay. Ja, während des Aufladens noch wegpacken. Ja, die brauche ich. Baseball. Na, Strahlung. So wäre ich automatisch geeilt, ne? Also außerhalb des Kampfes. Ist ja sehr nützlich. Weil mich sehr zielt schon die ganze Zeit, ne? Aber ich komme irgendwie nicht näher. Schon so lange da am rumblinken. System Packs, System Packs. Ah, yeah. Zieht sich ja noch ganz schön in die Länge. Okay. Ja, schon wieder fast vollgeheilt. Weil ich gerade so gut wie tot war. Auch wenn du näher kommst, werde ich nicht wanken. Meine Roboter sorgen dafür, dass dem Commonwealth kein weiteres Leid geschieht. Ich glaube daran, dass das Gute immer über das Böse triumphiert. Die Gerechtigkeit wird heute siegen. Shit. Sieht gar nicht so viel ab, hab ich das Gefühl. Alter. Ich mach da, also. Wollte schon sagen. Habe ich den so sehr kaputt gehauen, dass ich den seine Leiche, seinen Körper hier weggepustet habe. Na, ja, du kommst jetzt hier rauf, gut. Da kommt jetzt irgendwas, ne? Er hat halt noch mal seine Farbe geändert. Eine Folge meiner rein mechanischen Bauweise. Er ist einfach abgelaufen.
Ja. Ja, Psycho und Medics werde ich alles Benutzt brauchen, habe ich das. das Gefühl. Oh, wir sind schon ganz in der Nähe vom Mechanisten. Los, komm, will ich sehen. So genauso aussieht wie im dritten Teil. So ein Eimer auf dem Kopf. So ein Plastikeimer. Sieht wahrscheinlich jetzt voll episch aus in dem Spiel. In den neuen Grafiken oder sowas. Erste Reaktion zum Fallout 4 Trailer. Man, look at those graphics. Ja, natürlich. Benutzt das. Die alle immer durchdrehen, wenn sie zum ersten Mal die Grafik von neuem Spiel sehen, vom Fortsetzungsteil. Wo die meisten irgendwie nicht Fallout 3 gespielt haben. Ja, natürlich die Grafik. Okay, das ist PS4 und Xbox One und neue PC-Generation, ist doch klar, die Grafik deshalb hier, meine Güte. Jetzt entfernen wir uns wieder. So. Ist ja echt beschissen sein, hier immer, wenn du raus und rein gehst, falls der raus und rein geht, immer wieder hier durch 20 Millionen Räume zu rennen. Irgendwann muss ich ja bestimmt wieder zum Aufzug oder so gelangen. Das ist ja wahrscheinlich ja, ne? Wenn mich nach oben bringt. Ah. So, ich mache erstmal das Ding so auf. Und wahrscheinlich ist das Ding damit verbunden, ne? So oder so, ich komme da rein. Ja, gelacht. Wow. Nimm ich. Das war schon. Nimm ich. Hallo. Ein Sternchen-Dingen. Oh, ein Stück Gold, warum nicht? Schienpistole. Habe ich schon, ne? Danke. Ich habe mir halt angucken sollen. Teil Rakete, wo ist der Raketenwerfer? Nirgendwo. In den Raketen, wo ist der Raketenwerfer? Wir brauchen einen Raketenwerfer, wenn man einen Big Boy hat. Okay. Hat man noch das Ding ja. Das wär's. Hat ging schneller als gedacht. Sie benutzen eine Tastatur. Wie reizend. Dann weiß ich nicht. Sieht schon fast aus, als würden wir im nächsten Part den Mechanisten treffen. Hoffentlich. Und ja. Da kommt wahrscheinlich irgendwie der voll übertriebene Bosskampf und so. Gut. Ich sagen, ich bin Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play, obwohl wir haben noch ein bisschen. Eine Minute so. Immer das hier. Ach, warte, hab ich nicht geguckt. Wie ist das? Kennwort, ach so. Ach, warte, das für da hinten oder was? Fernungsterminal, ja. War da hinten.
Wer lesen will, der kann. Muss aber nicht. Gut. Dann beende ich jetzt hier den Part und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bleibe mich als Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.